Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hi, lieben, heutiger Podcast mit meiner lieben Frau Yvonne. So, wo sind wir? Wir sind auf der Mastermind in Antwerpen. Wenn unser Coach noch eine Massage bekommt, sind wir kurz mal in die Stadt gegangen und wir sitzen hier am Museum, ein Riesengebäude hier in Antwerpen. Ich drehe es mal, mal gucken, ob man es sehen kann. Hier wirklich ganz, ganz viele alte, coole Gebäude. Ich werde auch die Tage noch ein Video posten mit diversen spannenden Gebäuden, wirklich hier von Jugendstil. Und was hatten wir noch, Yvonne? Was hast du gerade gesagt? Art Deco. Nicht nur als Einrichtung und nicht als Gebäude, okay? Die Zeit. Und ja, wir sind wieder auf der Mastermind, weil wir uns natürlich fortbilden wollen, weil wir besser werden wollen, weil wir was von der Welt sehen wollen. Wir bleiben auch nicht in Antwerpen. Wir hatten jetzt eine Anfahrt heute Morgen. Um 3 Uhr ging der Tag los, sind aufgestanden, sind unser Töchterchen abholen gegangen, die ja mittlerweile mit einer Freundin zusammengezogen ist, eine WG. Wir haben die eingesackt, sind dann nach Düsseldorf, sind dort in eine Bahn gestiegen nach Köln. Von Köln ging es dann weiter nach Brüssel. In Brüssel sind wir umgestiegen und sind jetzt gerade eben in Antwerpen angekommen und haben unser Schiff geändert. Die Viva Cruise? Moments. Moments, okay. Moments. Ja, ich habe nur auf der Seite geguckt, nicht im Rumpf. Und sind da jetzt 3 Tage bis einschließlich Sonntag, dann geht es zurück mit dem Schiff, das fährt zurück nach Düsseldorf, da wo wir unser Auto abgestellt haben, und haben auf dem Schiff unser Coaching. Besser zu werden, Team aufzubauen, Business zu machen und so weiter. Und ja, da sind wir immer schön auf Reisen, gell? Ja, sind wir. Wir erleben ganz viele neue Dinge. Wir verändern ständig unsere Komfortzone, die erweitern wir. Und alles, was mir vorher irgendwie total schwer vorgekommen ist, was irgendwie immer als Problem gesehen worden ist oder Schwierigkeit, habe ich das dabei, habe ich das dabei oder sonst was, das ist ganz einfach geworden und du kriegst dein Hirn dementsprechend wirklich hingedreht, dass du alles irgendwie schaffst und du bist total stolz drauf, das ist ganz wichtig und freust dich auf die nächste Challenge, wie wir so schön mittlerweile sagen, weil Probleme gibt es definitiv nicht. Es gibt nur Challenges und an diesen Challenges lernen wir. Und da werden wir nie aufhören mit diesem Lernen. Und daher ist es, wenn wir mal in den Flow kommen, wenn wir das akzeptiert haben, dass das immer so sein wird, ja, dann ist es ganz, ganz, ganz einfach und macht Spaß. Ja, der Ernst sagt ja immer so schön, Seminare, von der Wiege bis zur Bahre. Und welche Berufe wie Ärztin und Tierärzte würden nicht besonders dafür stehen, dass man nie auslernt. Gerade im Bereich der Medizin nimmt das Wissen einfach so immens zu. Ich glaube, mittlerweile ist es so generell so, dass das Wissen der Menschheit sich, glaube ich, alle 4 Jahre verdoppelt mit zunehmender Geschwindigkeit. Ja. Und in der Medizin ist es einfach so, dass dauernd neue Durchbrüche kommen, dauernd neue Medikamente, neue OP-Techniken, neue Erkenntnisse und so weiter. Wir haben DNA entschlüsselt und. Ja. Und das heißt, wir müssen uns sowieso ständig fortbilden, auch beruflich gezwungen, unsere Zulassungen zu behalten. Mhm. Aber natürlich einfach auch, wenn man als Arzt den Anspruch hat, gut zu bleiben, muss man ständig besser werden. Weil wer aufhört, besser zu werden, der hört auch auf, gut zu sein. Und wie in der Natur, das, was nicht mehr wächst, ist tot und geht ein. Und deshalb sagen wir natürlich, wir bilden uns weiter auf allen Sektoren, nicht eben nur im Bereich der Medizin, sondern halt Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Business und so weiter. Genau, weil Stillstand ist eigentlich schon Rückschritt, weil die Welt geht ja voran. Und wenn wir nicht mit ihr Schritt halten, dann verlieren wir den Anschluss. Und den Anschluss zu verlieren heißt, schon vorher tot zu sein, bevor das irgendwie passiert ist mit dem Todsein. Ja. Und viele merken das ja auch erst, wenn sie kurz vor dem Tod stehen und merken, scheiße, jetzt hätte ich dann doch noch das gemacht und das machen wir jetzt. Und auch für die ganze Familie ist alles ein absoluter Lerneffekt und daran wachsen wir und zwar exorbitant. Da gab es auch immer einen Satz, den ich früher mal belächelt habe, gehst du mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ich habe das so belächelt, als Microsoft
ein neues Windows-Update eingeführt hat, was sehr auf der Konsole Xbox 360 basierte. Und das ganze Menü dieser Einführung war komplett neu. Und alle haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich mich schon wieder umgewöhnen und so weiter. Und alle, die eine Xbox hatten, so wie moi, die waren natürlich davon Vorteil, weil die gesagt haben, boah, geil, die Oberfläche kenne ich und jetzt wird es noch einfacher, viel intuitiver. Und alle anderen haben echt geschimpft. Aber jetzt kannst du natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, will ich nicht mehr beschäftigen mit so einer Scheiße, ja, dann wirst du Windows nicht mehr verwenden können. So, und deshalb gehst du mit der Zeit, nimmst du neue Trends auf, gehst du halt auch, wenn du auf Social Media aktiv bist, nimmst du auch die neuen Plattformen mit, stellst du dich im Business um, dass einfach die Ansprüche höher sind, wie das plötzlich viele auch per Zoom kommunizieren wollen. Dann sagen einige, boah, diese neue Technik habe ich überhaupt keinen Bock drauf, lass mich bloß mit diesem Mist in Ruhe. Nee, dann wirst du einen Teil dieser Zukunft verpassen, auch einen Teil der Kunden. Und deshalb, ja, gehst du mit der Zeit, eignest du diese neuen Techniken an, eignest du dir neue Skills an, also neue Fähigkeiten, oder du gehst halt mit der Zeit, das heißt, du gerätst in Vergessenheit und kommst einfach mit der Welt und dem Markt nicht mehr mit. Ja, es ist die Tatsache, dass du kannst ja natürlich aussuchen, ob du da mitgehst oder nicht. Auf der anderen Seite kannst du aber auch erst richtig aussuchen, wenn du mitgegangen bist und weißt, ob du das jetzt mitgehen willst und Bescheid weißt, ist das so, ist das was für mich oder halt auch nicht. Ja. Und daher ist es ja absolut exorbitant wichtig, wenn ich schon was ablehne, dann muss ich schon mal wissen, was es ist. Ne? Und insgesamt jetzt auch für den medizinischen Bereich wird es immer enger, beziehungsweise es wird halt immer spitzer, was gewisse Sachen angeht. Und dazu gehört halt natürlich auch die KI. Die KI wird ja mittlerweile zu einigem eingesetzt, inklusive dann der Diagnostik zum Hautkrebs-Screening. Und die Challenge an der ganzen Sache ist ja, den Spagat zwischen der Menschlichkeit, der KI und dem besten Outcome für den Patienten darzustellen. Und dafür brauchen wir immer noch das menschliche Gehirn zwischendurch, weil KI und Gefühle, das kann die halt noch nicht. Und sie weiß halt auch nicht, wie die Menschen so drauf sind. Und daher ist es halt auch ganz wichtig, alle Aspekte zu wissen, um alle Aspekte ansprechen zu können, um die richtige Entscheidung für jeden zu treffen. Und ich glaube, gerade da ist das Coole natürlich auch die Gratwanderung. Natürlich kann man sagen, ach scheiß Handy und schon wieder 3 Stunden auf Instagram verbrannt oder auf TikTok. Natürlich kann man das so sehen. Du kannst natürlich aber auch, wenn du im Internet Business machst, sagen, okay, ich lade meinen Post hoch, lege dann das Handy an die Seite oder stelle mir den Wecker, dass ich 10 Minuten mir Inspiration hole und ein paar Infos und das wirklich stur weglege. Früher musste man Flyer drucken, da musste man halt erstmal mit dem Grafiker konferieren, da musste man 4-mal korrigieren, dann hat man irgendwann einen Karton mit den ganzen Flyern bekommen, da musste man die falten, musste die eintüten, die Adressen drauf machen, verschicken und dann zu Hause sitzen und hoffen, dass irgendwer kommt und was bestellt. Heutzutage nimmst du diese kleine Kiste in die Hand, sagst einfach, hey Leute, ich mache nächste Woche ein schönes Retreat. Wenn du dabei sein willst, schick mir eine DM. Das heißt, wir haben, egal in welchem Business wir unterwegs sind, jeden Tag Zugang zu Tausenden, nein, Millionen von Kunden. Es ist so einfach geworden. Die Welt rückt immer näher zusammen. Meine Eltern sind in Schweden. Wir telefonieren ständig. Wir können einen Videocall machen. Das wäre früher gar nicht gegangen. Da hätte ich Rauchzeichen machen müssen oder Brieftaube oder einen Brief schicken. Das ist alles rum. Und wir haben vorhin noch davon gehabt im Auto, weil mein Töchterchen sagte, mir wird in E-Autos, wenn die beschleunigen, immer übel. Und da sagt meine liebe Frau, ja, was hast du gesagt mit den Eisenbahnen? Früher dachten die Menschen, als die Eisenbahnen im 18. Jahrhundert aufkamen, wenn es solche Geschwindigkeiten gibt, dann kommt die Seele nicht mehr mit. Und deswegen sind sie nicht mitgefahren. Genau, und heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken und stellt euch einfach mal vor, die Eisenbahn hätte nie den Durchbruch geschafft, dass es salonfähig geworden wäre und jeder die benutzt. Wo würden wir heute stehen? Wir hätten keine Eisenbahn, wir hätten ja auch keine Flugzeuge, wir hätten auch keine Autos. So. Insofern technischer Fortschritt, ja, sehr sinnvoll, wenn man ihn korrekt verwendet, genau wie Atom. Wir können Atom benutzen, um Strom zu produzieren. Wir können einen auf dem elektrischen Stuhl grillen. Wir können Atom verwenden, um Strom zu produzieren, dass wir es hell haben. Wir können aber auch Bomben draus basteln. Also es ist immer die Sache, was mache ich persönlich daraus und was machst du daraus? Den zweiten Teil unseres Gespräches hört ihr morgen früh um 6 im nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes.
Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wilz.